Kapitel 3 Luke lag bäuchlings auf dem Boden und schob die Spielzeugeisenbahn in der Spur gelangweilt vor und zurück. Die Eisenbahn hatte früher seinen Vater gehört, als der noch ein kleiner Junge war, und davor dessen Vater. Luke konnte sich noch daran erinnern, dass es einmal sein größter Wunsch gewesen war, Mark möge endlich zu alt für die Eisenbahn werden, damit er sie ganz für sich alleine haben konnte, aber heute war die Eisenbahn nicht das, wonach ihm das entstand. Draußen brach ein wunderschöner Tag an, mit flauschigen Wolken an einem ach so blauen Himmel und einem lauen Wind, der das Gras im Garten hinter dem Haus zum Rascheln brachte. Luke hatte das Haus seit einer Woche nicht verlassen, und er konnte fast hören, wie die Welt draußen nach ihm rief. Dabei durfte er sich jetzt nicht einmal mehr in einem Zimmer mit umfängten Fenstern aufhalten. »Du willst wohl unbedingt entdeckt werden«, hatte der Vater an jeden Morgen gebrüllt, als Luke das Rollo des Küchenfensters ein paar Zentimeter angehoben und sehnsüchtig hinausgestarrt hatte. Luke zuckte zusammen. Er war so sehr in der Vorstellung vertieft gewesen, barfuß durch das Gras zu laufen, dass er fast vergessen hatte, dass aus ihm noch jemand im Haus war. »Draußen ist keiner«, sagte er und sah nochmal hinaus, um sich zu vergewissern. Er hatte versucht, nicht weiter als bis zu den aufgerissenen Gartenende zu blicken, nicht hinaus auf das niedergewalzte Durcheinander aus Zweigen, Stämmen, Blättern und Erde, das einmal sein geliebter Wald gewesen war. »Ach ja«, sagte der Vater, »ist dir je in den Sinn gekommen, dass wenn dort einmal einer auftaucht, der dich vielleicht eher sieht als du ihn?« Er packte Luke am Arm und riss ihn einen guten halben Meter zurück. Das losgelassene Ende des Rollos schlug klappernd gegen das Fenster Simons. »Du siehst überhaupt nicht mehr hinaus«, befahl der Vater. »Das meine ich ernst. Von jetzt an bleibst du von dem Fenster weg und kommst nicht eh ins Zimmer, bis das Rollo heruntergelassen oder der Vorhang vorgezogen ist.« »Aber dann kann ich doch gar nichts mehr sehen«, protestierte Luke. »Besser als verhaftet zu werden«, erwiderte der Vater. Er klang, als habe er Mitleid mit Luke, aber das macht die Sache nur noch schlimmer. Luke drehte sich um und ging weg, aus Angst, er könnte vor seinem Vater anfangen zu weinen. Jetzt gab er der Spielzeugeisenbahn einen Schubs und sie kippte vom Gleis. Mit kreisenden Rädern landete sie auf den Rücken. »Was soll's«, murmelte Luke. Ein lautes Klopfen kam von der Tür. »Aufmachen, Bevölkerungspolizei!« Luke rührte sich nicht. »Das ist nicht witzig, Mark«, rief er. Mark öffnete die Tür und sprang die Treppe hoch, die zu Lukes eigentlichen Zimmer führte. Lukes Zimmer war gleichzeitig der Dachboden, eine Tatsache, die ihn nie gestört hatte. Mutter hatte vor langer Zeit sämtliche Koffer und Truhen, soweit es ging, in die Giebelecken geschoben, so dass jede Menge Platz blieb für Lukes Messingblech, den runden Flickteppich, Büchern und Spielsachen. Luke hatte sogar gehört, wie Matthew und Mark sich darüber beklagten, dass er das größte Zimmer hatte, doch ihre Zimmer hatten Fenstern. »Diesmal habe ich die Angst eingejagt, stimmt's?«, fragte Mark. »Nein«, erwiderte Luke. Nichts könnte ihn dazu bringen, zuzugeben, dass ihm das Herz fast in die Hose gerutscht war. Mark machte den Witz mit der Bevölkerungspolizei seit Jahren, immer außer Hörweite der Eltern. Normalerweise hörte Luke gar nicht mehr hin, aber jetzt, wo sein Vater so nervös war, was hätte Luke getan, wenn es wirklich die Bevölkerungspolizei gewesen wäre? Was würden sie mit ihm machen? »Matt und ich haben noch nie irgendjemanden von dir erzählt«, sagte Mark ungewöhnlich ernst. »Und du weißt, dass Mutter und Vater kein Sterbenswörtchen verraten würden. Außerdem bist du gut im Verstecken.« »Also bist du sicher. Verstehst du?« »Ich weiß«, murmelte Luke. Mark stieß mit dem Fuß gegen die Spielzeugeisenbahn, die Luke aus dem Gleis geworfen hatte. »Spielst du immer noch mit dem Babykram?«, fragte er, als müsste er seine Freundlichkeit ausgleichen. Luke zuckte die Achseln. Normalerweise wäre es ihm wichtig gewesen, Mark nicht sehen zu lassen, dass er immer noch mit der Eisenbahn spielte, aber heute war alles andere so schlimm, dass es keine Rolle spielte. »Bist du nur hochgekommen, um mich zu ärgern?«, fragte Luke. Mark machte ein beleidigtes Gesicht. »Ich dachte, du hast vielleicht Lust, damit zu spielen«, meinte er. Luke warf ihm einen schrägen Blick zu. »Mutter hat dich geschickt, oder?«, fragte er. »Nein.« »Du lügst«, sagte Luke, dem es egal war, wie böse er klang. »Also wenn du so drauf bist, lass mich einfach in Ruhe, okay?« »Schon gut, schon gut.« Mark trat den Rückzug an. »Meine Güte!« Als er wieder allein war, bereute es Luke ein bisschen, so abweisend gewesen zu sein. Vielleicht hatte Mark gar nicht gelogen. Vielleicht war es besser, sich zu entschuldigen. Aber eigentlich war ihm nicht danach. Er stand auf und begann im Zimmer hin und her zu laufen. Das Knarren des Dielenbrettes, das dritte hinter der Treppe, störte ihn. Und er hasste es, sich unter dem Dachbalken auf der anderen Seite des Bettes ducken zu müssen. Sogar seine Modellautos, die im Regal in der Ecke feinsäuberlich aufgereiht waren, gingen ihm heute auf die Nerven. Wofür brauchte er Modellautos, wenn er selbst noch nie einen richtigen Auto gesessen hatte? Und es auch nie tun würde? Als er wieder allein war, bereute es Luke ein bisschen, so abweisend gewesen zu sein. Vielleicht hatte Mark gar nicht gelogen. Vielleicht war es besser, sich zu entschuldigen. Aber eigentlich war ihm nicht danach.
Er stand auf und begann im Zimmer hin und her zu laufen. Das Knarren des Dielenbrettes, das dritte hinter der Treppe, störte ihn. Und er hasste es, sich unter dem Dachbalken auf der anderen Seite des Bettes ducken zu müssen. Sogar seine Modellautos, die im Regal in der Ecke feinsäuberlich aufgereiht waren, gingen ihm heute auf die Nerven. Wofür brauchte er Modellautos, wenn er selbst noch nie einen richtigen Auto gesessen hatte? Und es auch nie tun würde. Er würde nie irgendetwas unternehmen oder irgendwo hinfahren. Er könnte genauso gut hier oben auf den Dachboden verschimmeln. Darüber hatte er schon öfter nachgedacht, bei den wenigen Gelegenheiten, an denen Mutter, Vater Matthew und Mark zusammen irgendwo hingegangen waren und ihn zurückgelassen hatten. Und wenn ihnen nun etwas zustieß und sie nie wieder kämen, ob ihn viele Jahre später jemand finden würde, tot und von aller Welt verlassen? In einem der alten Bücher auf dem Dachboden hatte er eine Geschichte über ein paar Kinder gelesen, die in einem verlassenen Piratenschiff gefunden und in einer der Kabinen ein Skelett entdeckt hatten. Er würde wie dieses Skelett sein. Und jetzt, wo er nicht einmal mehr in ein Zimmer mit einem unverhängten Fenster betreten durfte, würde er ein Skelett im Dunkeln sein. Bei diesen Gedanken hob Luke den Kopf, wie um sich daran zu erinnern, dass nichts als eine einzige Glühbirne über seinen Kopf die Dachbalken erleuchtete. Aber nein, da war ein Licht an beiden Schmalseiten des Daches. Luke stand auf, um sich das genauer anzusehen. Natürlich, darauf hätte er auch gleich kommen können. Oben im Giebel befanden sich auf beiden Schmalseiten des Hauses Ventilatoren. Der Vater schimpfte ab und zu darüber, dass er für Luke den Dachboden beherzen musste. Das ist, als würde man das Geld zu diesen Ventilatoren rauswerfen, pflegte er zu sagen. Aber Mutter bedachte ihn dann jedes Mal mit einem ihrer Blicke und alles blieb beim Alten. Jetzt kletterte Luke auf einen der höchsten Truhen und spähte durch die Ventilatoren nach unten. Er konnte hinaussehen. Er erkannte einen Streifen Straße und das Maisfeld dahinter, dessen Halme im Wind schwankten. Der Ventilator drehte sich und verkleinerte das Sichtfeld, aber wenigstens konnte er nun hinaussehen. Außerdem würde man ihn hier sicher nie entdecken. Ein Moment lang war Luke ganz aufgeregt, aber das ging bald vorbei. Schließlich hatte er keine Lust, für den Rest seines Lebens dem Mais beim Wachsen zuzusehen. Ohne viel Hoffnung kletterte er von der Truhe herunter und ging zum anderen Ende des Dachbodens, dem Teil, der dem Garten zugewandt lag. Er musste ein paar Kisten verschieben und einen hohen alten Hocker herbeiholen, aber schließlich waren seine Augen auf gleicher Höhe mit dem hinteren Ventilator. Der Garten war gar nicht zu sehen. Er war viel zu nah. Stattdessen aber der frühere Wald. Luke war noch nie aufgefallen, dass das Gelände hinter dem Haus ein wenig abschüssig war, so dass man viele Morgen Land überblicken konnte, die einmal von Bäumen bedeckt gewesen waren. Jetzt herrschte dort ein emsiges Treiben. Am Rand einer Fahrspur, die man mit Schotter aufgeschüttet hatte, schoben riesige gelbe Bulldozer Buschwerk beiseite. Andere Fahrzeuge, deren Luke nicht kannte, gruben Löcher für riesige Betonröhre. Fasziniert sah Luke zu. Er kannte Traktoren und Mähdrescher, klar. Und er hatte sich den Holzhäcksler, den Mistwagen und die Silowagen seines Vaters in der Scheune genau angesehen. Aber diese Maschinen hier waren anders, für andere Aufgaben gebaut und alle wurden von unterschiedlichen Menschen bedient. Einmal, Luke war damals noch jünger, war ein Landstreicher zum Haus heraufgekommen. Luke hatte es gerade noch rechtzeitig geschafft, sich unter dem Spülstein in der Waschküche zu verstecken, ehe der Mann im Haus war, um Essen zu erbetteln. Da die Schranktür einen Riss hatte, konnte Luke hindurchlinsen und die geflickten Hosen und die löchrigen Schuhe des Mannes erkennen. Und er hatte sein Jammern gehört. Keine Arbeit und 3 Tage nichts zu beißen gehabt. Nee, ich kann für mein Essen nicht arbeiten. Was denkt ihr denn von mir? Ich bin krank und am Verhungern. Außer dem Landstreicher und auf den Bildern in Büchern hatte Luke noch nie einen anderen Menschen gesehen, als seine Eltern Matthew und Mark. Er hätte nie gedacht, dass es so viele verschiedene gab. Viele der Leute, die Bulldozer und die Schaufelapparate bedienten, hatten die Hemden ausgezogen, während andere in Schlips und Mantel daneben standen. Einige waren dick, andere dünn, manche waren sonnengebräunt, andere blasser als Luke, der niemals mehr brauner werden würde. Alle waren in Bewegung, schalteten Gänge hoch und runter, ließen Rohre herab, winkten anderen in Position oder redeten wie ein Wasserfall. Luke wurde von der Betriebsamkeit ganz schwindelig. Auf den Bildern in den Büchern standen die Leute immer still. Überwältigt schloss er die Augen und machte sie gleich wieder auf, weil er nichts verpassen wollte. Luke? Widerstrebend kletterte Luke von seinem hohen Ausguck herab und hastete hinüber, um sich mit Unschuldsmiene auf das Bett zu setzen. »Komm herein«, rief er seiner Mutter zu. Schwerfällig kam sie die Treppe rauf. »Alles in Ordnung?« Luke ließ die Füße über den Bettrand baumeln. »Klar ist alles in Ordnung.« Die Mutter setzte sich neben ihm aufs Bett und tätschelte sein Bein. »Es ist...« Sie schluckte schwer. »Es ist nicht einfach, das Leben, das du leben musst. Ich weiß, dass du aus dem Fenster sehen willst, dass du nach draußen willst.« »Das geht schon klar, Mama«, sagte Luke. Er hätte ihr jetzt von den Ventilatoren erzählen können.
Er konnte sich nicht vorstellen, dass jemand etwas dagegen haben könnte, wenn er dort hinaussah. Aber etwas hielt ihn davon ab. Was war, wenn sie ihm auch das wegnahm? Was war, wenn Mutter es Vater erzählte und er sagte, »Nein, das ist zu riskant. Ich verbiete es dir.« Luke würde es nicht ertragen. Er schwieg. Die Mutter fuhr ihm durch die Haare. »Du bist ein Kämpfer«, sagte sie. »Ich wusste, dass du dich nicht unterkriegen lässt.« Luke lehnte sich an seine Mutter und sie legte den Arm um ihn und zog ihn an sich. Er fühlte sich ein wenig mulmig, weil er ein Geheimnis hatte, aber auch getröstet, geliebt und getröstet. Und dann sagte seine Mutter mehr zu sich selbst als zu ihm, schließlich könnte es auch schlimmer sein. Irgendwie war das nicht beruhigend. Luke wusste nicht warum, aber er hatte das Gefühl, dass sie in Wirklichkeit meinte, die Dinge würden noch schlimmer kommen. Er kuschelte sich enger an sie und hoffte, dass er Unrecht hatte. Kapitel 4. Als er wenige Tage später zum Frühstück herunterkam, wurde Luke klar, was seine Mutter gemeint hatte. Wie gewöhnlich machte er die Tür, die von der Hintertreppe in die Küche führte, nur einen Spalt weit auf. Er konnte die wenigen Male in seinem Leben, bei denen jemand vor dem Frühstück vorbeigekommen war, an einer Hand abzählen. Und jedes Mal hatte Mutter es geschafft, Matthew oder Mark hochzuschicken, um ihn zu warnen, dass er sich nicht blicken lassen durfte. Trotzdem war er immer vorsichtig. Heute konnte er Vater, Matthew und Mark am Tisch sitzen sehen, und das Geräusch vom brutzelnden Speck verriet ihm, dass Mutter wohl am Herd stand. »Ist das Rollo unten?« rief er leise. Mutter öffnete die Tür zur Treppe. Luke wollte in die Küche kommen, aber sie streckte den Arm aus, um ihn zurückzuhalten. Sie reichte ihm einen Teller mit Rührei und Speck. »Luke, mein Schatz, kannst du bitte hinten auf der Treppe essen?« »Wie bitte?« fragte Luke. Mutter sah ihm flehend über die Schulter. »Vater glaubt, ich meine, es ist nicht mehr sicher genug, dich in die Küche zu lassen. Du kannst weiter mit uns essen und dich mit uns unterhalten und alles, aber du musst dort drüben bleiben.« Sie zeigte mit der Hand auf die Treppe hinter Luke. »Aber wenn das Rollo unten ist,« wandte Luke ein, »einer der Arbeiter hat gestern zu mir gesagt, hey Farmer, hast du eine Klimaanlage im Haus oder was?« erzählte der Vater vom Tisch aus. Er drehte sich nicht um, erschien Luke nicht ansehen zu wollen. »Die Leute werden misstrauisch, wenn wir an einem bullenheißen Tag wie heute die Fenster nicht aufmachen. Es ist besser so. Tut mir leid.« Und dann drehte sich der Vater doch um und warf Luke einen einzigen Blick zu. Luke gab sich Mühe, nicht geknickt auszusehen. »Und, was hast du zu ihm gesagt?« erkundigte sich Matthew, als fragte er aus reiner Neugierde. »Dass wir bestimmt keine haben. Von der Landwirtschaft ist schließlich noch keiner zum Millionär geworden.« Der Vater trank einen großen Schluck Kaffee. »In Ordnung, Luke?« fragte die Mutter. »Ja«, murmelte er. Er nahm den Teller mit Eiern und Speck, aber er hatte keinen Appetit mehr. Er wusste, dass ihm jeder Bissen im Hals stecken bleiben würde. Er setzte sich auf die Treppe, wo er von keinem der beiden Küchenfenster aus mehr zu sehen war. »Wir lassen die Tür offen«, sagte die Mutter. Sie stand vor ihm, als wollte sie nicht mehr an den Herd zurück. »Es ist doch gar nicht so viel anders, findest du nicht?« »Mutter«, warnte sie der Vater. Durch die geöffneten Fenster konnte Luke das Brummen vieler Lastwagen und Autos hören. Die Arbeiter hatten ihr Tagwerk aufgenommen. Er wusste von seinen Beobachtungen durch die Ventilatorenöffnung in den vergangenen Tagen, dass eine lange Reihe von Fahrzeugen wie eine Parade die Straße heraufgezogen kam. Die Autos hielten am Stadtrand, gut gekleidete Männer stiegen aus. Die schäbigeren Gefährte fuhren zu den schlammigsten Stellen und die Insassen verteilten sich auf die Bulldozer und Schaufelbagger, die über Nacht draußen gestanden waren. Den Fahrzeugen blieb nun kaum noch Zeit zum Abkühlen, denn die Arbeiter arbeiteten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Irgendjemand hatte es mit der Fertigstellung schrecklich eilig. »Luke, es tut mir leid«, sagte die Mutter und eilte an den Herd zurück. Sie füllte ihren Teller und setzte sich an den Tisch, neben Lukes alten Platz. Sein Stuhl befand sich nicht einmal mehr in der Küche. Eine Zeit lang sah Luke seinen Eltern, Matthew und Mark, bei ihrer stillen Mahlzeit zu. Eine perfekte vierköpfige Familie. Einmal räusperte er sich nochmals, um zu protestieren. »Das könnt ihr nicht machen, das ist ungerecht.« Dann schluckte er die unausgesprochenen Worte herunter. Sie versuchten doch nur, ihn zu beschützen. Was konnte er tun? Beherzt stach er mit der Gabel in das Häufchen Rührei auf seinen Teller und steckte sie in den Mund. Er aß den ganzen Teller leer, ohne auch nur einen einzigen Bissen zu schmecken.